Aber ja, das tun wir heute mal nicht. Und haben einen besonders fitten Harvester-Fahrer, der wird da dafür Sorge tragen, dass hier nichts rüberfällt. Wir können dann auch gerne mal in die Maschine reinschauen. Der hat also im Prinzip drinnen ein Computer-Messsystem, wo jedes Stück Holz, was er dort durch den Harvesterkopf lässt, im Prinzip der Länge und nach Durchmesser erfasst, sprich also auch ein Volumen ermittelt. Nach Abschluss der Hiebsmaßnahme kann man dem Waldbesitzer sofort sagen, wie groß die Erntemenge ist und auf welche Sortimente verteilt.